Meine sehr verehrten Damen und Herren, Madame de Monsieur, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Undertaker Gaming Channel, herzliches Beileid, grüß Gott. Und weiter geht's bei Layers of Fear. So, wir haben gesagt, wir drehen hier den Film weiter. Wir haben die Utensilien zusammengesucht. Ich möchte hier gar nicht lang quatschen. Kann ich da eigentlich jetzt an hier? Ihm geben wir die Filmrolle in die Hand. Da setzen wir uns auf den Regiestuhl. Und dann haben wir quasi... Ach, schau mal jetzt. Können wir den so herumsetzen? Das wird natürlich wiederum eine Sucherei. Oh Gott. Das können wir verstellen, das können wir verstellen. Das wird jetzt hier echt eine tolle Sucherei. Das haben wir uns ja im Prinzip beim... erstmal durchgelesen. Okay, das werden wir beim ersten Mal nicht hinbekommen. Okay, er sagt, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Ich meine, warum hast du das getan? Schwein, wenn es nicht reicht. Nehmen wir nochmal Platz. Sagen wir hier Action und nochmal. Setzen wir den darüber, das sehen wir es vielleicht besser oder so. So, und den gehen wir so her, was weiß der nicht. Und hier Action. Gehen wir, Klappe 2. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet hier, Klappe 2. Seht ihr das? Take 2. F12. Ach so, er kommt mit der Machete jetzt. Ja, ich würde es neu aufnehmen. Also ich kapiere so richtig gar nichts, aber ich... Die Person sieht, wie der Mörder hereinkommt und rennt weg. Okay, ja. Mörder schießt auf sie, aber verfehlt sie. Diese Version fühlt sich nach Slapstick an. Wir müssen zeigen, dass der Mörder wirklich gefährlich ist. Er muss noch dazu visuell ansprechender sein. Genau, weil vorher haben wir nur die Hand gesehen. So, das haben wir erledigt. Der Mörder erscheint mit einer Machete. Er wirft sie und trifft den Rücken des Sektenanhängers. Der war leicht daneben.
Dann nähert er sich seinem verletzten Opfer langsam und bedrohlich und gibt ihm den Todesstoß. So. Also, okay, pass mal auf. Hier, zack. Und habt ihr gesehen? Klappe, zack, zack, so. Ist umgesprungen auf 3. Ist das nicht herzallerliebst? Zack. Picture, please. This picture, this picture. So. Jetzt kommt er wieder mit der Pistole. Alter, du sollst hier die Machete. Ja, genau. Zack. Und da liegt er. Das ist so nicht im Skript. Was heißt, das ist so nicht im Skript? Was soll denn das jetzt schon nochmal? Dann machen wir es halt anders. Machen wir es so, er hat die Pistole. Schauen wir mal, ob wir das so nochmal 4. Da, 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 da. Ich komme schon, ich komme schon. Ich gehe nochmal rundherum. Du wirst mich gleich rechts sehen. Ja, genau so, wie er es wollte. Okay. Also so wollte er es. Wir sind bereit. Nimm die Spule. Zack. Okay, Leute. Jetzt zur nächsten Szene. So, also wieder hinsetzen hier. Oder wie? Nein, nicht. Leute, was soll ich machen? Okay, ich glaube, wir müssen wieder in unser Production-Büro. Und quasi die Spule abliefern. Production Office hier. Sitzt noch niemand beim Kaffeekränzchen, was mich wundert. Screen Room Old Set Production Office. Hoffentlich mache ich da eh das Richtige. Ich renne da immer gleich herum und so weiter und so fort. Aber es war nur so, dass in diesem Production Office, das jetzt leider hier abgesperrt ist und wir einen Schlüssel vergessen, der ist in der anderen Hose. Unsere zwei Filmspulen-Slots gehabt haben. Okay, gehen wir da nochmal rein. Vielleicht haben wir da irgendwas. Die Kamera ist weg. Es sind überhaupt hier alle. Sind die auf Pause oder was ist da jetzt dann? Gruselig. Auch der vom Ton ist weg. Alle weg. Selbst der Tote ist gegangen. Schaut sich das an. Da hinten die Tür offen. Wir gehen da durch. Vielleicht sind die auf Pause oder was. I don't know. Niemand hier, nobody around.
Ah, danke. So, jetzt haben wir hier, ich sage jetzt mal Archiv dazu. Oder Lager. Oder. Was ist das? Meisterwerke, Schau, bla bla bla. Irgendwas, mit irgendwas haben wir jetzt dann eingesteckt hier. Sind ganz stolz drauf, wie Schmidtchen. Schmidtchen, Schleicher mit der elastischen Beine. So, ich habe jetzt folgende Situation. Meine Aufnahmesoftware ist jetzt hier hängen geblieben und zeigt mir Don't Know Why 2 Minuten 29 und steht dort. Aber so richtig fest und ich weiß nicht, ob sie jetzt aufnimmt oder nicht. Das ist hier a big problem. Und darüber hinaus weiß ich nicht, wie lange die Aufnahme überhaupt schon dauert. Ich vermute fast einmal so 5 oder 6 Minuten. Und irgendwie habe ich jetzt dann auch hier gar keinen Bock darauf weiterzudrehen, weil ich ja nicht weiß, ob das was wird oder nicht. Und aus diesem Grund muss ich leider Gottes diesen Part hier erstmal ins Blaue hinein viel zu früh mit Sicherheit beenden und schauen, dass mein System quasi wiederum hier das Richtige tut und dann werde ich fortsetzen. Ich danke fürs Zusehen und tschüss!